Willkommen bei Euronews am Abend. Heute mit diesen Themen. Warum erschoss der Täter von Utrecht mehrere Menschen? Laut Polizei gibt es Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Was nun, Theresa May? Das Unterhaus verlangt von der Premierministerin grundlegende Änderungen am Brexit-Deal mit der EU. Warum gibt es Smartphones mit Wärmebildkamera? In Südkorea warnen iPhone und Co. vor drohenden Zusammenstößen. Und was erhoffen sich die Portugiesen von der Europäischen Union? Unser Roadtrip Europe führt uns nach Stubai. Einen Tag nach der Schießerei in den Niederlanden steht das Land weiter unter Schock. Das Parlament in Den Haag gedachte der Toten und Verletzten von Utrecht mit einer Schweigeminute. Ministerpräsident Mark Rutte lobte die Niederländer, die heute Morgen wieder mit den Straßenbahnen zur Arbeit fuhren. Die Gesellschaft sei stärker als Hass und Gewalt, sagte Rutte. Nach den tödlichen Schüssen in einer Straßenbahn im niederländischen Utrecht hat die Polizei Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Dafür spricht offenbar ein Abschiedsbrief, den sie im Fluchtwagen fand. Andere Motive würden aber noch nicht ausgeschlossen. Zudem stellten die Ermittler keine direkten Beziehungen zwischen dem Verdächtigen und den Opfern fest. Der 37-Jährige war am Montagabend nach einer mehrstündigen Großfahndung in der Stadt südlich von Amsterdam in einer Wohnung festgenommen worden. Der gebürtige Türke hat laut Medienberichten ein langes Vorstrafenregister. Er soll unter anderem wegen versuchten Mordes verurteilt worden sein. Zuletzt habe er wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs vor Gericht gestanden. Am Montagvormittag hatte ein Mann Schüsse in der Straßenbahn abgefeuert. Drei Menschen starben, fünf weitere wurden teilweise schwer verletzt. Das ist das erste Mal, dass sowas auf diese Art in den Niederlanden passiert. Das ist schon ein Schock, auch für unser Büro. Alle waren ziemlich in Panik, aber dann haben wir die Türen verbarrikadiert und alles ging gut. Ich war 8 Stunden lang in meiner Schule und wir durften die Gebäude nicht verlassen. Die Ausgänge waren den ganzen Tag gesperrt. Klar ist es entsetzlich, dass drei Menschen gestorben sind. Das macht mich sehr traurig. Aber um mich selbst bin ich nicht sehr besorgt. Offenbar in Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen gab es in Utrecht 2 weitere Festnahmen. Einer der beiden Männer steht unter Verdacht des Totschlags mit terroristischem Motiv. Über den dritten Verdächtigen sind keine Einzelheiten bekannt. Wir schreiben das Jahr 1604. Shakespeare schreibt Othello, Jakob I. ist zugleich der König von England sowie als Jakob VI. Von Schottland bekannt. Was das mit Theresa Mays Brexit-Dilemma zu tun hat, erfahren Sie jetzt von Ronald Krams. Der britische Parlamentspräsident John Bercow steht wegen der Anwendung einer 415 Jahre alten Regel beim EU-Austritt stark in der Kritik. Die konservative Zeitung Daily Express nannte ihn auf der Titelseite einen Brexit-Zerstörer. Premierministerin Theresa May wird wohl nun eine Verschiebung des EU-Austritts beantragen. Die Boulevardpresse in Großbritannien schäumt vor Wut und macht Jagd auf den Parlamentspräsidenten. Ich habe wirklich das Gefühl, Sie sollten sich einen Kaffee oder Tee holen. Ich habe Ihnen angeboten, einen Kaffee oder Tee zu kaufen, aber Sie haben mein freundliches Angebot abgelehnt. Sie haben offensichtlich schon viel Kaffee oder Tee getrunken. Ich bin mir sicher, dass die Leute Ihnen sehr dankbar sind, dass Sie um diese Uhrzeit ein so großes Interesse zeigen. Bercow wies die Abgeordneten darauf hin, dass das Unterhaus kein weiteres Mal über denselben Brexit-Deal abstimmen darf. Ohne Änderungen an dem Abkommen verstoße dies gegen eine Regel aus dem 17. Jahrhundert. Dazu Stephen Barclay, Minister für den Austritt aus der Europäischen Union. Die Mehrheit der Menschen, die sich mit mir in Verbindung setzen, sagt, lasst uns damit weitermachen. Dies ist der einzige Deal mit der EU nach über 2,5 Jahren. Es ist im nationalen Interesse, diesen Deal zustande zu bringen. Die Premierministerin verfolgt dieses Ziel. Wenn das Parlament diesen Deal nicht unterstützt, gibt es keinen geordneten Brexit. Dafür haben die Menschen nicht gestimmt. Premierministerin Theresa May ist mit ihrem Brexit-Abkommen bereits 2-mal im Parlament krachend durchgefallen. Eine neue Abstimmung über den Deal vor dem EU-Gipfel scheint kaum noch möglich.
Spekuliert wird daher, May könne einen langen Aufschub beantragen mit der Option abzukürzen, sollte sie doch noch eine Mehrheit im Parlament bekommen. Genau 10 Tage vor dem regulären Austrittstermin Großbritanniens aus der EU erwartet Brüssel dringend eine klare Linie aus London. EU-Chef-Unterhändler Michel Barnier unterstrich am Dienstag, ein Aufschub jenseits des 29. März sei nur sinnvoll, wenn dies die Chancen der Ratifizierung des bereits vereinbarten Deals erhöhe. Wir warten ab, worum Frau May bitten wird, ob es sich um einen langen oder einen kurzen Aufschub handelt und vor allem aus welchem Grund sie darum bittet. Ich werde die Antwort der europäischen Staats- und Regierungschefs nicht vorwegnehmen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Sie werden ihre Antwort entsprechend der spezifischen Frage Frau Mays und der für den Aufschub vorgebrachten Begründung geben. Ich weise darauf hin, dass ein Aufschub eine Verlängerung der Unsicherheit bedeutet. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte zuvor in Dublin dem irischen Premierminister Leo Varadkar bestätigt, dass die EU beim Brexit geschlossen handle und sich gegebenenfalls auf einen Austritt Großbritanniens ohne Deal vorbereite. Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte bei einer Konferenz in Berlin vor einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU. Ich werde bis zur letzten Stunde der Laufdauer des 29. März dafür kämpfen, dass wir noch zu einem geordneten Austritt kommen. Und da haben wir nicht viel Zeit, aber immer noch einige Tage Zeit. Und ich sehe mich jetzt zu dieser Stunde außerstande irgendwie zu mutmaßen, wofür ich am Donnerstag sein werde, weil das unglaublich davon abhängt, was wird Theresa May vorbringen. May wird am Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel erwartet. Sollten die EU-Staats- und Regierungschefs den Aufschub nicht einstimmig billigen, käme es am 29. März zu einem ungeregelten Brexit. Einer der größten Aluminiumhersteller der Welt, Norsk Hydro, ist Opfer einer Cyberattacke. Wer hinter dem folgenreichen Angriff steckt, der mehrere Werke lahmlegte, ist noch unklar. Ein Bericht von Frank Weinert. Der Aluminiumriese Norsk Hydro ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Cyberattacke sei von den USA aus gestartet worden, die Identität der Angreifer aber noch unklar. Mehrere Werke standen zeitweise still. Die Website des Unternehmens war stundenlang nicht zu erreichen. Dies ist ein umfassender Angriff. Dies hat Hydro sowohl in Norwegen als auch in anderen Teilen unseres Geschäfts auf der ganzen Welt betroffen. Die norwegische Nationale Sicherheitsbehörde vermutet, dass die Angreifer möglicherweise den Computervirus LockerGoga nutzen. Dieser verschlüsselt Daten auf Festplatten. Das notwendige Passwort für den Zugang zu ihren Daten erhalten die Opfer solcher sogenannter Ransomware, oft erst nach einer Lösegeldzahlung. Auf die Frage, ob Lösegeld gezahlt werde, erklärte das Unternehmen, wichtigstes Ziel sei, das System wieder zum Laufen zu bringen. Anleger befürchten wegen des Angriffs einen Versorgungsengpass bei Aluminium. Der Preis für das im Automobil- und Flugzeugbau benötigte Metall stieg deutlich an. Die Aktien verloren bis zu 3,4%. Norsk Hydro betreibt Werke in Norwegen, Katar und Brasilien. Die Wasserkraftwerke waren nicht von dem Angriff betroffen. Ein Priester im Erzbistum Lyon soll sich jahrelang an jungen Pfadfindern vergriffen haben. Ein Selbsthilfeverein brachte die Fälle vor kurzem ans Licht und erreichte die Verurteilung von Kardinal Barbarin. Das Gericht befand ihn für schuldig, den umstrittenen Priester gedeckt zu haben. Barbarin reichte daraufhin seinen Rücktritt ein. Ein Beitrag von Ronald Krams. Papst Franziskus hat den Rücktritt des Erzbischofs von Lyon, der in Frankreich wegen Vertuschung verurteilt wurde, abgelehnt. Barbarin ist einer der höchsten katholischen Würdenträger Frankreichs. Vergangene Woche wurde er zu 6 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt, weil er Fälle sexueller Übergriffe auf Minderjährige nicht angezeigt habe. Kardinal Barbarin und anderen Geistlichen wird in dem Verfahren vorgeworfen, Missbrauchsvorwürfe gegen einen Priester nicht weiter verfolgt zu haben. Dieser soll in den 1980er Jahren Dutzende Kinder sexuell belästigt haben. Die Schuld des Priesters ist bisher nicht rechtskräftig festgestellt worden. Mehr und mehr Menschen fällt es schwer, den Blick vom Smartphone zu lösen. Noch eben das Wetter checken, die neue E-Mail öffnen oder die Euronews-App starten.
Und schon ist es passiert. Frank Weinert berichtet über einen ungewöhnlichen Test. Aua. Liebes Mombies, so ein Unfall tut richtig weh. Siri oder Alice rufen euch keinen Krankenwagen und eine App zur Sofortheilung gibt es auch nicht. Doch bei dieser Nachricht dürften bei den Smartphone-Junkies alle Glücks-Emojis sofort online gehen. iPhone und Freunde warnen jetzt vor drohenden Kollisionen mit Fahrzeugen. Erstmal testweise in Südkorea. Nachdem ein Radarsensor und eine Wärmebildkamera ein Fahrzeug und einen Fußgänger erkannt haben, flackern die Blinklichter auf der Straße. Und die Smartphone-Anwendung sendet eine Warnmeldung. Im 30 Kilometer nördlich von Seoul gelegenen Ilsan rettet das Smartphone seine beinahe autistisch durch die Gegend irrende Besitzerin vor dem Unfalltod. Dieses flackernde Licht gibt mir ein sicheres Gefühl. Ich hoffe, dass wir bald mehr davon in der Stadt haben können. Eine schöne Lightshow. Kostet übrigens pro Zebrastreifen umgerechnet 11.500 Euro. Aber wie wär's mal mit Augen auf im Straßenverkehr? Wie denken die Menschen in Europa über die EU? Was wünschen sie sich für die Zukunft? Wo liegt es im Argen? Fragen, die unsere Euronews-Reporter in den kommenden 10 Wochen Europäern stellen. Ende Mai wird ein neues EU-Parlament gewählt. Diese Woche hat unser Roadtrip Europe begonnen. Wir sind in Portugal. Setúbal ist der erste Zwischenstopp auf unserer Reise auf den Straßen Europas vor den Europawahlen. Hier in dieser Hafenstadt haben wir einen Hafenarbeiter, einen Schiffsbelader getroffen, der Ende letzten Jahres an einem Streik teilgenommen hat, um für einen besseren Lohn und einen richtigen Arbeitsvertrag zu kämpfen. Wir haben mit ihm auch über Europa gesprochen und darüber, was er von der Europäischen Union hält. Was er zu sagen hat, sehen Sie im nächsten Beitrag. Normalerweise setze ich mich nicht mal hin. Ich bestelle und gehe. Georges genießt die einzige Pause, die er zwischen 2 Schichten im Hafen von Setúbal machen kann. Wie lange haben Sie Pause? 10 Minuten. Und bevor sie so richtig angefangen hat, ist sie auch schon wieder vorbei, die Pause. Es ist Zeit, zurückzugehen an seinen Posten, in einem der größten und verkehrsreichsten Häfen Portugals, wo Arbeiter in einer Schicht bis zu 1200 Autos in Container verladen. Heute wird Georges 12 Stunden hier verbringen. Es ist viel Arbeit. Wir haben die üblichen Hafenprobleme. Das ist harte Arbeit, eine sehr körperliche Arbeit, auch wenn manche Leute was anderes denken. Im Durchschnitt arbeitet Georges 35 Schichten pro Monat für 1400 Euro. Und er sagt, dass die Dinge deutlich besser geworden sind, seit er letzten Dezember einen Vertrag unterzeichnet hat, nachdem er 7 Jahre lang weniger Rechte hatte. Sie hatten die ganze Macht, sie hatten unsere Arbeit und wir hatten nicht mal einen Vertrag. Unser Vertrag lief mit dem Ende jeder Schicht aus. Wenn ich mal krank war, musste ich sie bitten, mir einen Tag freizugeben. Ich will nicht, dass man mich beschuldigt, nicht arbeiten zu wollen. Ich will nur unter korrekten Bedingungen arbeiten. Georges glaubt, dass die Arbeiter auf sich allein gestellt sind, ohne jede Unterstützung von lokalen oder nationalen Regierungen. Auf die Frage, ob die EU helfen könne, sagt er, sie müsse sich darauf konzentrieren, eine egalitäre Union zu schaffen. Wir haben alle die gleiche Währung, aber in Frankreich ist der Mindestlohn höher als das Durchschnittsgehalt in Portugal. Der Mindestlohn, den niemand dort verdienen will. Es ist also eine große Lücke. Das ist es, was ich mir wünsche, dass Europa diesen Punkt überdenkt. Wenn es eine echte Union sein soll, dann muss sie ein Gleichgewicht erreichen. Und wenn wir über Löhne sprechen, sollten wir auch über den Verkehrssektor sprechen, das Gesundheitswesen, ähnliche Modelle für ganz Europa. Wir brauchen einen europäischen Währungsfonds. Wenn es eine Union ist, ist es eine Union für alles. Sonst ist es keine Union. Georges will mehr Europa. Aber er sagt auch, er möchte, dass es anders wird, sein Europa. Ich glaube an Europa. Ich glaube nicht, dass es Portugal mit der Globalisierung alleine besser gehen würde. Aber bestimmte Dinge müssen sich eben ändern.
Stubal war unser erster Zwischenstopp auf unserem Roadtrip in Portugal. Wir werden das Land weiter durchqueren und den Portugiesen zuhören, denen normalerweise kein Gehör geschenkt wird. Und wir werden kleine Dörfer in der Region Alentejo besuchen, unserem nächsten Ziel. Morgen führt uns der Roadtrip Europe in den Alentejo. Das war's von uns. Besuchen Sie auch unsere Homepage de.euronews.com und unsere sozialen Netzwerke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Morgen wird Sie hier meine Kollegin Anja Benze begrüßen.